Das Rostocker Hospiz am Klinikum Südstadt leistet seit nunmehr 16 Jahren herausragende Arbeit in der Sterbehilfe. Haupt- und Ehrenamtler begleiten die Menschen auf ihrem letzten Weg und ermöglichen ihnen einen selbstbestimmten, würdevollen Abschied. Momentan gestaltet die Künstlerin Esther Dittmer die Flure des Hospizes mit kraftvollen Naturmotiven. Zum Welthospiztag am 11. Oktober stellt das Rostocker Hospiz eine neue Aktion vor, die stärker auf die Arbeit der Einrichtung aufmerksam machen möchte. Ja, so ein Tag, so ein Welttag, der auf die Hospizbewegung aufmerksam macht, findet natürlich auch in Rostock statt. Wir sind das älteste Hospiz in Mecklenburg-Vorpommern. Wir feiern jetzt die Tage 16 Jahre Bestehen dieses Hospizes. Und die Hospizbewegung ist auf Unterstützung angewiesen. Zum einen ist ein Ziel der Hospizbewegung, das Thema Sterben noch mehr in die Gesellschaft hineinzubringen, also nicht an den Rand der Gesellschaft das Sterben der Menschen zu setzen, sondern wieder bewusst zu machen, dass wir alle davon betroffen sind und dass wir nicht Sterbende ausgrenzen wollen. Auf der anderen Seite sind Hospize auf eine finanzielle Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, weil wir werden nicht vollständig finanziert. Wir müssen Spenden einwerben, wir müssen ehrenamtliche Mitarbeiter finden, die uns unterstützen. Und da gehen wir an die Öffentlichkeit, zum Beispiel so an so einem Tag wie so einem Welthospiztag. Die Hospize sind auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, da die Einrichtungen einen Eigenanteil für die Pflege der Schwerstkranken erbringen müssen. Wenn Sie das Rostocker Hospiz unterstützen möchten, können Sie sich unter der eingeblendeten Internetadresse informieren oder Sie können einfach zum Benefizkonzert der Band Bad Penny am 14. November um 20 Uhr in die Heiligen Geistkirche in Rostock kommen.